Herzlich willkommen, liebe Fische, zu eurer Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 21. Januar bis zum 30. Januar. Das ist die erste Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir verlassen jetzt die erdverbundene Energie des Steinbocks und kommen in die Luftenergie vom Wassermann. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Dekade bei dir ankommt, lieber Fisch. Ja, zu der aktuellen Dekade. Diese Dekade startet mit einem Neumond. Am 21. Januar haben wir einen Neumond und danach bauen sich die Energien neu auf. Es ist also eine gute Zeit für neue Ideen, für neue Vorhaben angehen, neue Energie aufbauen. Ja, schauen wir mal, wie diese Dekade bei dir ankommt. Eine Karte für dich, lieber Fisch. Eine Karte für dich, lieber Fisch. Ja, du könntest ein wenig dich überrannt fühlen von dieser Energie. So viele Optionen, so viele Möglichkeiten, so viele Interessen, so viel Neugier. Da könnten dir viele Dinge durch den Kopf gehen. Du könntest dich hin und her gerissen fühlen in dieser Dekade und zwischendurch das Gefühl haben, dass du gar nicht genau weißt, wohin das eigentlich hinauslaufen wird, dass du den Weg einfach nicht geradlinig vor dir siehst. Aber das alles hat seinen höheren Sinn, denn du sollst hier eine bewusstseinserweiternde Erfahrung machen. Deswegen einfach so ein bisschen abwarten, sich genug Zeit nehmen und dich inspirieren lassen. Das würde ich dir in dieser Dekade raten. Irgendwann kommt diese bewusstseinserweiternde Erfahrung, dann stellt sich das so ein und dann wird das alles für dich mehr Sinn ergeben. Und dann kommt auch wieder die Klarheit. Das wird sich in dieser Dekade so allmählich aufbauen. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Ja, das finde ich hier sehr angenehm, sehr positiv. Du, in diesem ganzen Chaos versuchst du stets das Gleichgewicht, deine innere Mitte zu finden und möchtest hier auch eine gewisse Fairness erreichen. Ne? Du pendelst hin und her mit deinen Gedanken, weil du hier auch eine gerechte Lösung finden willst oder eine ausgeglichene Lösung, von der du lange etwas hast. Und du versuchst hier auch eine Harmonie zwischen den Mitmenschen um dich herum zu schaffen. Möchtest irgendwie fair zu allen Personen sein. Möchtest da eben ein gewisses Gleichgewicht herstellen in deinen sozialen Kontakten. Und dafür lohnt sich das Ganze. Hin und her denken. Ne? Deswegen, ich sehe das hier eigentlich sehr, sehr positiv. Für gewisse Themenbereiche in deinem Leben, gerade wenn es um den Bereich der Arbeit geht oder um Projekte, ist es vielleicht jetzt gerade sehr hilfreich, sich ein durchdachtes Konzept zu überlegen und seine Ideen aufzuschreiben und sie in eine Ordnung zu bringen, auch Ideen anreichern, sammeln und sie dann strukturieren, dir einen Plan für die Zukunft machen. Das hilft dir einerseits, in dein Gleichgewicht zu kommen oder in deiner inneren Mitte zu bleiben. Und andererseits gibt dir das mehr Stabilität für die Zukunft. Ne? Dadurch werden die Überlegungen konstruktiver und diese bewusstseinserweiternde Erfahrung wird sich dann schneller einstellen und ergiebiger für dich sein. Ja, ich sehe hier, dass du aus dieser Energie heraus es dir gelingen kann, dir ein Fundament zu schaffen, durch das du mehr emotionale Sicherheit gewinnst, auch dauerhaft. Ja, das ist durchaus möglich. Hier könnte sogar Geld reinkommen. Das Finanzielle könnte aufgepolstert werden oder dir könnte hier eine gute Idee für ein Konzept einfallen, was dir dauerhaft mehr Geld und mehr Stabilität gibt. Und eben dann auch eben diese emotionale Stabilität. Also ein ruhiger Start in diese Neumondenergie, in diese neue Mondphase.
Du kommst hier gut mit dieser Luftenergie zurecht und kannst die produktiv für dich nutzen. Auch wenn das ein wenig hin und her überlegen bedarf deinerseits. Mit welchen Herausforderungen hast du es noch zu tun? Die Liebenden, die Harmonie. Das ist ein guter Hinweis für deinen Freundeskreis, dass es hier harmonisch zugehen wird, dass es auch Entscheidungen geben wird, die eben zur Harmonie beitragen, die zur Verbindung beitragen. Es ist auch eine stärkere Vertiefung der sozialen Kontakte möglich oder auch gerade zu einer ganz bestimmten Person. Hier kann man sich auch versöhnen und Gegensätze überwinden, Altes hinter sich lassen, alte Meinungsverschiedenheiten, Unstimmigkeiten kann man hier verzeihen und in die Vergebung gehen und so eine tiefere Verbindung erlangen. Weil du dich auch hier so ein bisschen hin und her gerissen fühlst, könnte das auch sehr gut sein, dass in dieser Dekade es notwendig für dich sein wird, dass du hier eine Entscheidung für die Liebe fällst, aus den Herzen heraus. Das ist keine bewusste Entscheidung, aber dass du irgendwie für dich emotional erspürst, was dir wirklich wichtig ist in deinen sozialen Verbindungen, Kontakten. Das ist natürlich eine sehr schöne harmonische Ausgangslage für diese Pläne, die dir mehr Stabilität schenken werden. Also, wenn du jetzt in der letzten Zeit jemand Neues kennengelernt hast oder dich in einer Beziehung befindest, dann sehe ich hier sehr viel Potenzial, dass sich das in dieser Dekade vertiefen wird und positiv weiterentwickeln wird. Eine neue Liebe sehe ich jetzt noch nicht so direkt. Es ist dann mehr, wenn du Single bist, wenn du alleinstehend bist. Ist das mehr, dass du hier einen angenehmen Zustand für dich selbst schaffen kannst, in die Selbstannahme gehen kannst, dass du hier Seiten an dir akzeptieren lernst und sogar auch von Herzen lieben lernst? Oder eben auch eine gute Karte für Freundschaften, für familiäre Verbindungen. Überwundene Schwierigkeiten, alte Probleme überwinden, ad acta legen. Alte Probleme verzeihen und irgendwie gut aus dieser Sache rauskommen, das Beste aus der Sache gemacht haben, das sehe ich hier. Es wird sich doch ein sehr zufriedener Zustand bei dir einstellen, vielleicht sogar bis hin zu einer gewissen Selbstzufriedenheit oder Genugtuung, dass sich hier irgendwie etwas so entwickelt hat, wie es einfach gut für dich ist und was du auch so, wenn du optimistisch darüber nachgedacht hast, auch irgendwie erwartet hast. Irgendwie hast du hier einen Sieg für dich eingeheimst, von dem du jetzt längere Zeit noch profitieren kannst. Ein Erfolg, auf den du dich ausruhen kannst, auch ein wenig. Und einfach stolz und zufrieden, stolz auf dich sein kannst und zufrieden mit dir selbst. Denn du hast auch in der Vergangenheit viel darum gekämpft. Ich sehe hier sehr viel Ehrgeiz bei dir, dass du hier auch auf Probleme gestoßen bist, dass du hier auch doch in Konflikt mit jemandem geraten kommen konntest in der Vergangenheit. Es war kein großer Streit, aber irgendwie eine Meinungsverschiedenheit. Man stand hier kurzzeitig in einem Konkurrenzverhältnis und hat miteinander irgendwie, ja, in der Diskussion miteinander gerungen. Aber jetzt ist die Situation gelöst. Man hat hier Klarheit gefunden. Und das Problem löst sich jetzt auf. Ja, und diese ganze Situation, in der du dich jetzt aktuell befindest, weist dich auf dein wahres Schicksal, auf deine wahre Bestimmung, führt dich auf den richtigen Weg, ganz wie von selbst.
Die Situation könnte sich auch wandeln. Es könnten, also einige Entwicklungsstränge in deinem Leben könnten sich schlagartig ändern, die Richtung ändern und sich plötzlich anders zeigen, was dich aber letztendlich auf den richtigen Weg führen sollen. Das können auch so kleine Anzeichen sein, Dinge, Entwicklungen, die einen zunächst gar nicht so großartig auffallen, aber irgendwas kommt dir hier zugute, was deinen Weg positiv in eine positive Richtung einschlagen lässt. Und vor allem, was sich auch für dich persönlich als richtig anfühlt. Irgendwie so würdest du das auch bewerten, so schätzt du das auch ein. Du findest das eigentlich also sehr gut, was für ein Weg das Schicksal nimmt, ne? Was das Schicksal seinen Lauf lassen, ja, was eben das Schicksal gerade für dich bereithält. Aber es eröffnet dir auch viele neue Möglichkeiten, über die du jetzt eben nachdenkst, ne? Irgendwie hat sich eine Situation gewandelt. Hier auch der Gehängte im Unterbewusstsein. Das ist die gleiche Karte wie hier, ne? Das sind hier die gleichen Karten. Da sieht man mal, wie stark diese Energie in dieser Dekade bei dir wirken wird, lieber Fisch. Dieser Bewusstseinswandel ist sehr, sehr wichtig für dich. Baut sich tief aus deinen Inneren heraus, ne? Ist eine, basiert auf einer sehr starken Kommunikation mit deinem Unterbewusstsein. Und ist einfach sehr wichtig für deine weitere Zukunft, für die nächsten Monate oder sogar Jahre. Ich habe hier schon von einer Entscheidung gesprochen, deinerseits, eine Herzensentscheidung. Diese Entscheidung könnte in der Tat dazu führen, dass sie dich als die Person, die du in der Zukunft sein wirst, nachhaltig definieren wird. Ich sehe hier noch keine Veränderung in deiner Wesensnatur, aber du da, ja, du machst hier wichtige Erkenntnisse, wirst dein Bewusstsein erweitern und vertiefen. Und diese Angelegenheit, über die du nachdenkst, es wird sich erhellen. Es wird sich erhellen. Dein soziales Leben ist im Moment einfach wunderschön. Das muss ich schon sagen. Da wird sich eine gewisse Vollständigkeit einstellen, jetzt in naher Zukunft, besonders am Anfang der Dekade zwischen den 21. und 26. oder 27. Januar wirst du feststellen, wie sehr du dich auf dein soziales Umfeld verlassen kannst, wie weit ihr schon zusammengekommen seid, wie viel Bestand das hat, wie viel emotionale Sicherheit dir das gewährleistet. Und diese sicheren, stabilen Strukturen in deinem Leben geben dir den notwendigen Halt, um jetzt noch einen Schritt weitergehen zu können. Ich sehe hier auch sehr viel Dankbarkeit und Reichhaltigkeit, Wertschätzung, die du jetzt diesen sozialen Netzwerk, das so stabil, was dich so stabil trägt, wie viel Wertschätzung du dem entgegenbringst. Und auch du wirst von diesem sozialen Netzwerk gewertschätzt. Wer jetzt in diesem sozialen Netzwerk enthalten ist, ne, welche Personen dazugehören, das weißt du selber am allerbesten, natürlich. Das weißt du einfach. Und es ist genau das, wie du das dir überlegst. Einige Entwicklungen, einige Entwicklungsstränge werden ja eine Kehrtwende einnehmen. Das habe ich ja schon gemeint. Diese Kehrtwende soll dich auf den richtigen Weg führen. Ein paar Dinge werden sich ändern. Es sind aber keine großartigen Dinge. Habe ich ja auch schon gemeint. Eher so Kleinigkeiten. Hier, du wirst es, diese Veränderungen als willkommene Abwechslung wahrnehmen. Als einen Ausbruch aus der täglichen Routine, aus. Es ist eine leichte Energie.
Es wird dich bereichern, es wird deine Neugier anregen. Und diese Änderung kannst du auch aus dieser leichten Energie heraus auch mit beeinflussen. Also man kann sich das so vorstellen, diese Kehrtwende tritt ein vom Rad des Schicksals und das wirbelt so ein bisschen dein Leben durcheinander. Ein bisschen. Es ist eine schöne Abwechslung. Es ist eine leichte Energie. Ein bisschen Durcheinander entsteht. Und dann, aufgrund dieses Durcheinanders, pendeln sich die Energien neu ein. Und in diesen Einpendeln hast du persönlich sehr viel Gestaltungskraft und kannst hier einen wichtigen Feinschliff, ein wichtiges Feintuning vornehmen, wenn du das möchtest. Die Welt wird sich nach deinen Vorstellungen anpassen und sich auch allmählich einpendeln. Ja, es kommen Überraschungen auf dich zu. Hier sehe ich eine schnelle Kommunikation auf dich zukommen. Das kann eine Nachricht sein. Sehr gut im Social Media Bereich, ne? Irgendwelche Netzwerke. Irgendwas, was dich überrascht. Von jemandem, von dem du lange nichts mehr gehört hast. Oder irgendein neuer Kontakt. Irgendeine schnelle Kommunikation kommt hier auf dich zu, möchte reinkommen. Jemand möchte mit dir kommunizieren. Und bringt dich auf eine gute Idee oder ist irgendwie eine inspirierende Idee, ist eine gute Nachricht, die da reinkommt. Wird aber überraschend sein, ne? Und gehört natürlich zu diesen Kehrtwenden auch, ne? Also, es wird dir als eine willkommene Abwechslung vorkommen. Es kann hier auch sich um einen unverbindlichen Flirt handeln. Ne? Oder zunächst erst einmal unverbindlicher Flirt. Man weiß ja nie, was sich daraus entwickelt, aber zuerst kommt, es ist hier eher eine recht oberflächliche Energie, die aber auch Spaß mit sich bringen kann und auch Inspiration. Du hast hier schon jemanden vor Auge. Du sehnst dich nach einer anderen Person. Oder du sehnst dich danach, dieser Ritter der Kelche selber zu werden. Je nachdem, der Ritter der Kelche entspricht dein Sternzeichen, ne? Ist schon eine Person des Wassers. Also du sehnst dich, wenn du jetzt eine Vorstellung hast, wie dein neuer Partner, deine neue Partnerin sein sollte, dann stellst du dir jetzt gerade aktuell eher eine Person vor, die dir ähnlich ist, die einen ähnlichen Bezug zur Welt hat und auch eben wie du ein sehr emotionaler Mensch ist, der auch eine Person, die auch frei und offen ihre Gefühle teilen kann, auch romantisch sein kann, liebevoll, empathisch, sozial engagiert. Und auch Verantwortung in diesen Bereichen übernehmen kann. Ne? Eine Person, die mitten im Leben steht und einfach weiß, was sie tut, weiß, was sie will. Ja, entweder entspricht diese Person der Vorstellung, die du gerade im Kopf hast, wenn du an einen neuen Partner oder eine neue Partnerin denkst, oder du kennst so eine Person bereits und möchtest in dieser Dekade dieser Person näher kommen. Oder du möchtest mehr in dieser Dekade, mehr denn je zu so einer Person werden. Es können auch wechselwirkende Energien hier sein, ne? Das kann auch sich wechselwirkend auswirken. Wir schauen mal. Ja, es kommt mir schon so vor. Naja, du hast schon klare Vorstellungen, was du jetzt möchtest, ne? Und wenn die Zeit reif ist, wirst du den entscheidenden Schritt tun für dich persönlich, einen Schritt darauf zuzugehen, dass das auch passieren kann, dass du entweder das könnte sich so darstellen, dass du wirklich einen wichtigen Schritt auf diese Person hin dich bewegst, dass du diese Person ansprichst oder ihr schreibst. Es kann aber auch sich auf eine passivere Art und Weise äußern, ne? Dass du dich einfach für diese Person entscheidest.
dass du zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass diese Person dich kontaktiert und du entscheidest im richtigen Moment, was dir auch ein wenig Mut abverlangen wird, dieser Person auch zurückzuschreiben oder sogar so weit zu gehen, dieser Person mitzuteilen, was deine Gefühle für diese Person ist. Du wirst hier schon den Mut haben, auf eine Person zu begegnen. Eine Person zur Rede zu stellen, unter Umständen auch. Falls es hier Konflikte gab, ne, hier Versöhnung, Vergebung ist möglich und da wirst du vielleicht auch dieser Person entgegenkommen. Wenn es darum geht, dass du mehr zum Ritter der Kelche werden willst, dann wirst du hier, dann könnte es zum Beispiel sein, dass du dich in Zukunft mehr sozial engagieren möchtest. Das wäre hier schon auch etwas, ne? Oder im Beruf vielleicht auch einer sozialeren Tätigkeit nachgehen möchtest. Dann sehe ich hier auch ganz klare Energien dabei, dass du hier am Überlegen bist, was du jetzt machen sollst, wie das konkret aussehen sollst. Dann machst du dir hier einen Plan. Und zum Ende der Dekade, ab dem 27. Januar, wirst du dann den entscheidenden Schritt machen, um das auch zu verwirklichen. Ne, da wirst du dann entschlossen vorangehen und deinen Plan verfolgen. Ja, je nachdem, ne? Also die Situation in eurem konkreten Leben wird sich jeweils ein wenig unterschiedlich darstellen, aber die Grundenergien bleiben immer dieselben. Was sagt denn die Mondenergie zu deiner Situation, lieber Fisch? Vertrau deinen Träumen. Auf jeden Fall. Also jetzt ist doch viel möglich, ne? Du kannst es hier wirklich schaffen, vieles in die Tat umzusetzen, in die Realität zu transformieren. Da ist ein sehr bodenständiger Drive in deinem Leben und daher solltest du deine Träume auch sehr ernst nehmen, ne? Ideen sammeln und dann daraus ein stimmiges Konzept kreieren. Und wenn du von diesem Ritter der Kelche träumst, kann auch eine weibliche Person sein, dann go for it, ne? Dann überleg dir, wie du dieser Person deine Gefühle zeigen kannst. Das ist der Weg, ne? Du kommst an dein Schicksal nicht vorbei, lieber Fisch. Wir schauen uns mal diesen Ritter der Kelche an. Was denkt der Ritter der Kelche? Was denkt der Ritter der Kelche? Ah, das war zu schnell. Nee, das glaube ich nicht, dass die Karten so schnell die Energie aufgenommen haben. Was denkt der Ritter der Kelche? Ach, da ist sie ja schon rausgefallen. Das ist sie jetzt aber. Diese Person möchte klare Verhältnisse schaffen. Diese Person ist gerade hat ein gutes Selbstwertgefühl. Und diese Person weiß einfach, wer sie ist, was sie tut, was sie möchte. Kann auch gut Grenzen setzen und ist eine sehr loyale, sehr zuverlässige Person. Und was bedeutet der Ritter der Kirche? Neuanfang, diese Person wird sich etwas aufbauen mit dir zusammen oder du als diese Person. Und es bedarf auch, den Mut, einen neuen Weg zu gehen. Den Mut, seine Ängste, seine Befürchtungen, seine Sorgen hinter sich zu lassen und zu überwinden. Und das zu tun, was diese Person oder du als diese Person tun möchte. Ja, tatsächlich. Ja, es wird hier doch
ein wenig Selbstvertrauen brauchen bei dir, lieber Fische. Glaub an dich selbst. Jetzt erst recht, ne? Wenn du irgendwann an dich glaubst, man sollte ja immer an sich glauben, das ist immer gut, aber wenn, dann jetzt, ne? Jetzt ist es besonders wichtig. Und ich sehe hier sehr, sehr viele positive Energien in dein Leben, mit denen du viel umsetzen kannst. Ja, lieber Fisch, ich hoffe, dass dich diese Legung inspiriert hat, dass sie dir gefallen hat. Ich wünsche dir, dass du diese Energien gut für dich nutzen kannst und dass du hier persönlich über dich hinaus wächst und gut vorankommen wirst. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.